Hallo und herzlich willkommen zurück zum weiteren Einsteiger-Guide. Heute geht es um das Social-Modul Area 18 auf A-Corp. Das schauen wir uns heute mal genauer an und der Sinn dahinter ist, dass wir hier eine Testumgebung haben und schon mal diese Landezone ausprobieren können, damit die später ins fertige PU oder ins Mini-PU integriert werden kann. Das Social-Modul ist eins von mehreren Modulen, was es momentan einzeln sozusagen bei Star Citizen gibt. Die werden dann irgendwann zusammengefügt, sodass man wirklich vom Weltraum in den jeweiligen Landezonen landen kann und sich dort bewegen kann. Und das kann man sich schon mal jetzt genauer angucken. Und damit kommen wir auch gleich direkt zur ersten Kategorie. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Da geht es so um die Hintergrundgeschichte von A-Corp als Welt und als Konzern selbst. Ich fange mal direkt damit an, dass ich die Lage ein bisschen euch näher bringe und erzähle. Das heißt, wo finde ich eigentlich A-Corp im Star Citizen-Universum. Das ist ein Teil des Stanton-Systems. Das Stanton-System zeichnet sich dadurch aus, dass es eigentlich kein richtiger UEE-Raum ist. Das ganze System quasi mit seinen Planeten ist privatisiert, wurde also von der UEE verschachert, genau, an Großkonzerne. Und zwar mit vier großen Superwelten ist das Ganze ausgestattet. Die erste davon ist Hurston. Hurston wird auch demnächst bald eine eigene Landezone bekommen, nämlich Lorville heißt diese und ist gerade in Arbeit. Der zweite Planet, Stanton 2, ist A-Corp, um den kümmern wir uns gleich im Speziellen. Und dann geht's weiter mit Crusader, kennen wir auch schon aus dem Mini-PU, ein großer Gasplanet. Und der dritte davon ist Microtech. Und Microtech ist vor allem, da ist der Konzern bekannt dafür, das Mobiglas herzustellen. Das heißt also, wir befinden uns hier in einem System, was eine eigene Rechtsprechung hat, sich zwar grob an die UEE-Gesetze hält, aber trotzdem eben ganz, ganz speziell ist in seinem Aufbau. Ich denke mal, da wird es dann wahrscheinlich auch vor allem Jobs in der Grauzone geben und vielleicht Möglichkeiten geben für Leute, die im UEE-Raum nicht so gerne gesehen werden, unterzutauchen, solange sie jetzt nicht die Kommerzbehörde irgendwie gefährden und den Warentausch einschränken. Ja, das wird so ein bisschen so eine Zone sein, wo man sich gewisse Dienstleistungen erkaufen kann. Da sagt Wiesen was ganz Richtiges. Und zwar, wenn wir in die Geschichte von A-Corp reingucken, dann sehen wir auch genau das. Gegründet wurde A-Corp übrigens mal als Deep Space Exploration Consortium, und zwar im Jahre 2687, als kleiner Konzern von, also tatsächlich wirklich nur eine kleine Gruppe von nämlich vier Leuten, die sich zusammengetan haben und sagen, komm, wir machen jetzt Exploration. Die waren damit nicht sonderlich erfolgreich, muss man dazu sagen. Sind dann relativ schnell umgeswitcht auf Mining, haben dort ihr Glück versucht, waren da auch nicht sonderlich weit vorne, haben dann aber angefangen, irgendwann mit Mining-Lizenzen ihr Geld zu verdienen. Aber dann müssen sie ja irgendwie schon erfolgreich gewesen sein im Explorieren, weil sonst hätten sie ja nicht das Recht, Lizenzen zu verkaufen. Oder haben die gesagt, so, ich nehme jetzt das Recht raus, verkaufe jetzt mal Lizenzen. Sie haben die Lizenzen von anderen, die sie entdeckt haben, gekauft. Ach, ist nur Lizenzhandel. Ja, reiner Lizenzhandel ist da passiert. Das heißt, sie haben nicht selber entdeckt wirklich, sondern sie haben einfach gesehen, na, wenn ich dem das für einen günstigeren Preis abkaufe und dann teuer verkaufe, kann ich da mehr Geld draus machen. Das klingt ja spannend. So als Modell für Star Citizen später, so Lizenzbroker. Okay, warum nicht? Genau, dann sind sie von da ausgegangen und dann haben sie einen großen Schritt gemacht. Und zwar haben sie Novalite gekauft. Das war ein kleiner Triebwerkshersteller mit ganz, ganz vielen begabten Engineers dabei, aber die waren weniger begabt in der Geschäftsführung und haben deshalb das Wissen von diesem Broker genutzt und konnten auf die Art und Weise, dass sie aufgenommen wurden in A-Corp, dann die guten, hochklassigen Fusionstriebwerke herstellen, für die A-Corp jetzt berühmt ist. An der Freelancer zum Beispiel sind sie dran und auch an der Reliant sollen sie dran sein. Und dadurch konnte dieser Konzern wirklich sich ausweiten und ausbreiten und ist heutzutage der größte und bekannteste Hersteller für Fusionstriebwerke im ganzen Universum von Star Citizen. Und haben da auch schon wieder Lizenzen eingekauft von den Xianen sogar inzwischen. Ja, auch das. Nach der Grenzöffnung war das jetzt möglich. Und das Besondere daran ist, dass sie jetzt so groß und so umfassend ist, dass es einer der wenigen Konzerne ist, der einen eigenen Planeten besitzt, nämlich A-Corp, den sie dann auch ganz süffisant einfach nach sich benannt haben. Und zu dem Planeten kommen wir jetzt mal. Stanton ist also A-Corp und im vollständigen Besitz dieses Konzerns. Ja, und da kann man also sagen, es ist einer der stärksten industrialisierte Planet des ganzen UEE-Empires. Ist ein bisschen wie Coruscant in Star Wars, aber kein politisches Machtzentrum. Genau, es ist
geht da eher um Industrialisierung, um, es gibt also Ketten und reihenweise Herstellungsfabriken von UII, Triebwerken meine ich, die auch für die UII und auch fürs Militär dort produziert werden. Übrigens, kleiner Hinweis, es gibt eine Touristengruppe dort, das heißt, man kann dort hinfahren und sie haben extra ein Fusionstriebwerk nur für Touristen, ein Fusionsfabrik nur für Touristen gebaut, denn ansonsten sind die so gefährlich, dass man Touristen da nicht reinlassen kann. Deshalb haben sie ein Schauprojekt gemacht, wo man sich dann mal angucken kann in Zukunft, wie das Ganze aussieht. Da gibt es dann Mützen und T-Shirts und Slogans und so Scheiß. Genau, sowas alles. Also es ist vergleichbar mit einer Xi'an-Industriewelt, also Welten, die wirklich überzogen sind komplett von industriellen Fertigungsstätten. Es gibt keinen einzigen Flecken von Natur mehr dort, also wirklich der natürlichen Umgebung. Alles ist verbaut und die Fabriken werden inzwischen schon übereinander geschachtelt in diesem Arkhop-Ding. Sieht man auch wunderschön, wenn man sich da umguckt. Ja, also dazu kann man sagen, was Weezen auch schon andeutete, Arkhop ist keine Welt, wo es wirklich nur dieser eine Konzern beheimatet ist. Sie verpachten sehr, sehr viele Teile des Planeten, auch ganze Areas an andere Konzerne, solange sie nicht in direkter Konkurrenz mit den als Triebwerkhersteller stehen, ist ihnen alles andere völlig egal. Hauptsache der Rubel rollt und der Rubel rollt. Und Area 18 ist dann der Kommerzdistrikt, wo man Geschäfte vorfindet und einkaufen kann, richtig? So ist es, genau. Ja, und von da aus gehen wir dann in die zweite Kategorie und erzählen euch mal ein bisschen was übers Social-Modul. Dazu muss man sagen, welche Features enthält es gerade. Es ist aktuell noch relativ wenig nutzbar, außer einer wunderschönen Anblick. Das kann man dazu sagen. Es macht wirklich großen Eindruck da. Schön ist, dass man hier das erste Mal mit bis zu 40 Spielern interagieren kann. Das heißt, sowohl über den Chat, den es jetzt gibt, als auch über zum Beispiel die Augmented Reality, das heißt, man schaltet die Augmented Reality ein und kann sich identifizieren, sehen, wer ist dort. Und dann ist natürlich auch ganz beliebt, die Emotes zu benutzen, die es inzwischen gibt. Das heißt, tanzen und winken und was nicht alles man machen kann. Und ein bisschen cruisen kann man auch schon mit den Buggies, ne? Ja. So im winzigen Bereich gibt es da vorher bei ein paar Patches zurückdenkend, gab es auch eine größere Möglichkeit, da konnte man überall rumfahren. Das hat zu Massenkarambolagen und riesigen Verlustzahlen geführt. Deswegen haben sie das jetzt auf die Baustelle verbannt. Da gibt es eine kleine Teststrecke, so Testfeld zum Fahren der Buggies. Was jetzt noch fehlt, finde ich, ist, dass da ein richtiger Rekrutierungsbereich ist für Orgas. Ja? Warum gibt es da keine Poster, die man halt irgendwie aufhängen kann? Keine Leuchtwerbung fürs Crash Core? Das fehlt halt noch. Und man kann bis jetzt auch eigentlich nur chatten, ne? Um wirklich in Kontakt zu treten oder halt mit Händen und Füßen oder Emos. Genau, richtig. Dieses Voice-over-IP-System gibt es da noch nicht, soll aber dann kommen. Und was der große Clou daran wird, das ist jetzt gerade in der Planung und soll im ersten Halbjahr dieses Jahres released werden. Und zwar ist das die Shopping-Möglichkeit. Und dafür ist im Grunde genommen die Area 18 auch wirklich gedacht. Das werde ich dann definitiv auch machen, ja. Eine Shopping-Tour, mal alles ausprobieren, was man da so kaufen kann. Ich denke, da wird halt das vor allem das Spiel später so bereichern, dass man nicht mehr auf der RSI-Seite die Sachen ausleiht oder kauft, sondern das dann auch im Social-Modul machen kann. Ja, und wir hoffen, dass das relativ bald passiert. Es gibt nämlich eine ganze Menge Shops, die dort schon angelegt sind. Allerdings kann man dort noch nichts kaufen. Noch unklar ist, wie das mit dem Shopping-System dann aussieht, wenn man es wirklich in-game tut. Also gerade die Währung ist die große Frage. Also sind das dann über die RSI-Seite gekaufte UEC, die ich dann dort ausgeben kann? Oder handelt es sich sogar, was glaube ich dein Favorite wäre, über die im Arena Commander verdienten RECs, also die Rental Equipment Credits? Oder ist es eine ganz eigene Währung, die man mit Missionen verdient? Und ist denn der Voyager Direct ein richtiger Store, eine Marke? Oder ist es dann halt einfach nur der generelle Begriff? Also der Voyager Direct Store ist tatsächlich eine Ingame-Marke, die gibt es. Das ist ja, wie man das von Flughäfen auch so kennt, solche Shopketten, die dann da sind, wo man noch diese letzten Sachen für den Flug einkaufen kann oder für die Reise an sich. Das ist eine eigene Marke und genauso wie andere Shops auch ihre eigenen Marken haben, soll das dann da auch verortet werden. Da gibt es allerdings noch keinen Laden zu aktuell, weil das kommt eben, wie gesagt, erst mit dem Shopping-Update. Ja, und da gehen wir mal in die Locations rein und gucken uns mal an, was es überhaupt alles gibt auf Arkhop gerade. Ja, es gibt auf jeden Fall die TDD, Jobwell-Börse. Das ist so ein Arbeitsamt, wo man Missionen entgegennehmen kann. Ja, nicht lachen, ist so. Oder Aufträge oder Missionen annehmen kann.
Da habe ich jetzt die Frage, kann ich da auch Missionen schalten später? Weißt du das? Ja, der Sinn der Sache ist, dass man dort über diese Jobwell auch offizielle Missionen schalten kann. Das heißt, hier sollen die Richtlinien relativ streng sein. Das heißt, es geht vor allem um kommerzielle Missionen, wie zum Beispiel transportiere so und so viel Kisten von da nach dort, also von Arcorp nach Crusader zum Beispiel und zurück. Solche Aufträge wird man da auch dann später schalten können. Muss ich da lokal anwesend sein oder kann ich das auch über das Mobiglas machen? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir jetzt auch noch nicht beantworten. Ich schätze mal, dass es tatsächlich so ist, dass die Daten, die man im Mobiglas als Missionsdaten eingibt, dann auch dort abrufbar sind. Ich glaube aber, abrufen wirst du sie nur können, wenn du wirklich vor Ort bist. Und wenn du synchronisieren kannst wahrscheinlich, ne? Genau, mit der Jobwell da. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dort Missionen anzunehmen. Die befinden sich dann eher so im grauen Sektor. Und da ist so die G-Log-Bar zu nennen, auf jeden Fall. Super Name, jeder Fighter-Pilot freut sich. Ich weiß, was G-Log heißt, ja. Redout oder Blackout ist ein G-Log. Das spricht schon für die Getränke und für den Barkeeper dieses Etablissements. Aber neben sich halt die Birne weglöten, kann man da halt auch Missionen in der Grauzone annehmen. Oder vielleicht die ein oder anderen Amüsitäten, sage ich jetzt mal, anheuern. Genau, es gibt natürlich eine Tanzfläche, wie so eine Bar eben aufgebaut ist. Etwas shady und grau wird es da sicherlich zugehen. Dates? Zum Beispiel, ja, wird es da sicherlich auch die Möglichkeit geben. Aber wir werden, zumindest kann man da dann später im Spiel auch direkt mit anderen Spielern noch direkter in Kontakt treten. Das ist natürlich der Sinn von der Bar. Und das Ganze endet dann wohl oder übel in der Medical Unit. So, da landet man dann, wenn es entweder der falsche Partner war oder zu viel Suff oder eine Schlägerei, dann geht der nächste Weg in die Medical Unit. Da kann man dann wiederbelebt werden oder, kennt es ja aus Luke Skywalkers Cantina da, Star Wars. Wenn der Arm dann abgeschlagen wurde, kriegt man auch da dann Ersatz. Oder man kann es aber auch ganz friedlich nutzen, um einfach Medikits oder Stim, wie heißt es, Dim? Ja, Kids. genau, diese STEM-Kits zu kaufen, richtig. Genau. Da gibt es nämlich zum Beispiel jetzt schon so einen tragbaren Defibrillator und sowas. Das kann man da, also solche Medical Supplies, medizinische Ausrüstungsgegenstände wird man im Medical Unit kaufen können. Ja, genau das Gegenteil davon, nämlich das, um Leute kaputt zu machen, findet sich auch direkt gegenüber dazu. Das ist der Cubby Blast Store. Das ist zum Beispiel eine der Marken, die wir dann kennenlernen. Da ist jetzt so, da gibt es auf jeden Fall die Handfeuerwaffen, da gibt es Granaten, da gibt es Munition, da gibt es schwerere Waffen. Da ist auch ein großer Gurt, der in der Ecke liegt. Mhm. Ich denke mal auch Schiffsbewaffnung wird drunter fallen, aber ist nicht so ganz klar, wie weit das Sortiment reicht, ne? Genau, da gibt es momentan noch keine wirklichen Informationen zu, was da direkt verkauft wird. Was man in der Auslage jetzt, wie gesagt, sieht, sind so Sturmgewehre, Handfeuerwaffen, sowas in der Art. Und es wird eine eigene Shooting Range geben, das heißt, man kann die Waffen dann auch vor Ort testen. Ja, und dann gibt es noch was, viele Leute schon freut, nämlich was insbesondere auf die Individualisierung der Charaktere eingeht, nämlich den Kasaba Outlet Store. Da gibt's Fashion, ja. Von der Preissegment allerdings jetzt leider nur unteres und mittleres Segment. Da wird's dann wahrscheinlich nochmal einen extra Laden für die Haute Couture geben. Ja, darauf bin ich nämlich richtig gespannt, ob man sich so total abgefahrene Sachen, einen Laken umhängen kann und weiß da geil was. Der Modedesigner bin ich nicht. Da versteige ich mich jetzt auch nicht, aber vielleicht halt ein bisschen. Ja, seltenes Xian-Leder oder weiß der Geier was, eine Lederjacke oder ja. Wenn du Leder, finde ich auch gut. Ja. So ist es. Also wie gesagt, der Kasaba Outlet Store ist erstmal so im günstigen mittleren Preissegment und soll vor allem auch solche Dinge wie Berufskleidung, also so die Han Solo-Weste. Ja, das wäre so ein Punkt. Und der Vendor-Style wäre dann mit ganz vielen Klingen dran. Natürlich. Ja, genau. So überall. Richtig. Höheres Preissegment übrigens finden wir dann, wenn wir über die Brücke gehen, im Astro Armada Store. Da sollen die Schiffsverkäufe stattfinden. Und zwar ist das wirklich ein offizieller Schiffsdealer. Das heißt, da kriegt man neue Schiffe. Schiffe, die wirklich gerade aus der Fabrik geschlüpft sind sozusagen. Und hat dementsprechend auch ein entsprechend hohes Preissegment. Das sieht man schon daran, dass da eine M50 sich dreht. Die ja nun wirklich ein Racing-Schiff und sehr hochpreisig ist. Aber ich krieg jetzt keine Aurora. Das wird mir da vorenthalten. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, was das ganze Segment aussieht. Aber wenn du eine Aurora holst, dann wird es eine nagelneu polierte, die gerade aus der, Fertigung mit kommt. Mit Sportlackierung in Rot. So ist es. Auf jeden Fall etwas teurer in der ganzen Art. Wenn man es günstiger haben will, dann geht man um die Ecke und dort ist das Dumpers Depot. Ja, und das ist im Grunde genommen ein klassischer An- und Verkaufladen. Ja, das heißt Ersatzteile, Secondhand-Ausrüstung und diese ganzen Kram wird benutzte man da Waffen. Liegen da auch jetzt schon im Schrank und man sieht ja auch diese riesige Reparatur, der Reparaturroboter, der im Hintergrund eine Hornet wieder flott macht. Da wird man auch dann Reparaturaufträge, ne, rausgeben.
So ist es. Also so soll es auf jeden Fall geplant sein. Ob man auch dort auch gebrauchte Schiffe kriegen kann, das ist noch nicht klar an der Stelle. Es soll eine eigene Marke geben, die auch gebrauchte Schiffe verkauft. Ob das sich aber auch mit dem Dumpers Depot zusammentut oder ob man dafür in eine andere Landezone muss, das wissen wir jetzt an der Stelle noch nicht. Ja, und dann gibt es noch eine große Überraschung. Und das ist die Baustelle, von der Weezen gerade gesprochen hat. Und das ist die Galleria Shopping Mall. Die ist aktuell im Bau. Auch der einzige kleine Ort, wo man jetzt mit den Buggys rumheizen kann. Ja, und was da für Geschäfte sind, da lassen wir uns mal überraschen. Ja, leider sieht man da noch nicht so viel, ist alles abgesperrt. Man sieht große Baukräne, man sieht halt die Testfahrstrecke, aber was da jetzt reinkommt, ist noch nicht klar. Leider haben wir es auch noch nicht geschafft, da rein zu glitschen. Nee, vor allem steht überall noch For Lease dran, ne? Das kann man so lesen. Das heißt, da sind die Geschäfte sozusagen noch in der Ausschreibung. Das heißt, wir könnten da so ein Rekrutierungsbüro fürs Crash Core einrichten. Das könnte vielleicht sein, dass solche Büros dann da auch reinkommen. Wir werden es sehen. Man kann dazu wirklich nur spekulieren und sagen, sie werden es natürlich füllen. Und das soll dann kommen, wenn dieses Shopping-Update auch aktuell ist und wenn es dann live released ist. Ja, und da kommen wir jetzt sozusagen mal zum Ausblick zur letzten Kategorie. Wie soll es denn da jetzt weitergehen? Also das Social-Modul an sich wird ständig auch erweitert. Das heißt, gerade durch die Shopping-Mechanik, wenn sie dann kommt, wird Arcorp als Landezone viel interessanter werden. Momentan sind es noch relativ wenig Leute, die da rumlaufen, weil die ganzen Möglichkeiten noch relativ begrenzt sind. Ne? Ja, und es sind weitere Landezonen in der Arbeit. Es sind weitere Landezonen in Arbeit und da wird es natürlich so sein, dass die später integriert werden in das PU und da wird das prozedurale Landeverfahren, sagt man das auf Deutsch so, Rendering, wird eine Rolle spielen und dann werden die Landezonen, die in Arbeit sind, tatsächlich fließend ohne Ladebildschirm eingebunden in das Mini-PU oder ins fertige PU später. Die wichtigste dazu und die auch als nächstes fertig wird, ist in Nyx, also im System Nyx, festgelegt sozusagen auf dem Planetoiden Delamar, nämlich die Levski-Landezone. Diese wird übrigens für den Anfang jetzt erstmal wirklich dein Instanten-System verlagert, einfach mal eben verschoben, der ganze Planetoid. Was? Ja, ja, damit man das testen kann, damit ihr also noch nicht dann den Jump Drive nutzen müsst, sondern es wirklich einfach als zusätzlichen Planeten hat. Es gibt ja wahrscheinlich keine bewohnten Zonen mit prozeduraler Landung im Crusader. Nein, die wird es wohl nicht geben, denn dort ist es so, dass das Verkehrsaufkommen so hoch ist bei all den großen Planeten, dass es fahrlässig wäre, die Leute von Hand landen zu lassen, sondern dort wird es festgelegte Flugrouten geben. Das heißt, wenn ihr dort landet auf dem Planeten, dann wird es so sein, dass der Autopilot übernimmt oder auch notfalls übernimmt, wenn ihr selber nicht einsteuern könnt. Levski wird da ein bisschen anders sein. Da kann man nämlich wirklich völlig stufenlos selber landen. Also Nyx, Delamar, Levski. Das ist quasi im Nyx-System und wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit vom Stanton-System gesprochen. Genau, da wird es weitergehen. Dafür sind auch übrigens neue Shops angekündigt, die wir noch nicht kennen. Zum Beispiel soll es da einen Laden für Rüstungen geben, der sowas verkauft. Das wissen wir jetzt noch nicht, was es alles gibt, aber es gibt zumindest andere angekündigt. Die Idee dahinter ist ja auch, dass man von einer Landezone zur anderen fliegt und da Waren transportiert und austauscht. Deswegen wird das Angebot, das Sortiment, die Handelswaren auch sich sehr, sehr stark unterscheiden von Landezone zu Landezone. Sehr gespannt sind wir übrigens auch auf Hurston Lawville. Das ist eine große Landezone, ähnlich groß wie die Area 18 jetzt, die wie gesagt im gleichen System dann auch liegt, also auf dem Planeten Hurston. Hurston soll, sagen wir mal so, Arcorp ist jetzt noch nicht die allerfeinste Umgebung, ja, von der ganzen Aufmachung her. Hurston soll noch ganzes Stück abgeranzter aussehen, kaputter und sehr viel mehr Smog enthalten. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Saurer Regen ist ja auch immer so ein begehrtes Element in so diesen Zeit spielen. Ja, und außerdem geht es dann damit weiter, dass man sagt, sie machen noch kleinere Landezonen bereit. Das heißt, es bezieht sich dann auf Raumstationen, Mining Stations und Security Outposts, die auch noch mit ins Spiel kommen. Das heißt, da werden die Landezonen erweitert. Ziel ist es, wie Weezen auch schon andeutete, dass ihr also auf der Area 18 zum Beispiel eine Mission annehmt, mit Freunden zusammen, dann in das Raumschiff steigt, Take-Off die Mission abschließt und dann wieder zurückkommt oder zu einer anderen Landezone fliegt, dort landet und dann in der Bar einen saufen geht. Perfekt. Deswegen der ganze Aufwand, deswegen dieser lange Entwicklungsprozess, damit wir dann saufen können auf Stanton oder auf Stanton, ja. Auf Arcorp, in Stanton, genau. Genau. Ja, das war unsere kleine Zusammenfassung vom Social-Modul zum jetzigen Stand. Der Stand ist also Patch 2.1. Da wird sich sicherlich in Zukunft viel ändern. Bleibt also dran. Abonniert unseren Channel, wenn ihr weitere Updates haben wollt dazu. Und ansonsten schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Und liked und disliked uns. Und wenn ihr
uns unterstützen wollt in unserer Arbeit, dann schaut doch mal bei uns auf dem Patreon-Profil vorbei, denn das würde uns sehr, sehr viel bedeuten, wenn ihr uns da eine kleine Unterstützung hinterlasst. Ja, in diesem Sinne sind wir durch mit dem Ding und wir gehen jetzt in die G-Log-Bar. Absolut. In diesem Sinne, Wiesen und Sawyer verabschieden sich mit einem See you on the flight deck.